Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen Food Haul. Wieder mit dieser Perspektive, also wieder mit dieser Kamera, weil ihr euch das gewünscht habt, weil ihr das so toll fandet letztes Mal, habe ich mir gedacht, mache ich es wieder mit dieser Kamera. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das sehr schön ist, wenn man da alles sehen kann, alle Produkte. Und deswegen labern wir jetzt nicht zu lange rum und ich lege gleich los. Ich fange jetzt wieder mit den Tiefkühlsachen an. Ihr wisst schon, damit ich das ganz schnell einkühlen kann. Und zwar haben wir wieder Eis gekauft. Dieses Eis ist sehr verdächtig, dem von Ben & Jerry's ähnlich. Es schaut auf jeden Fall so aus. Und das ist Patricks Lieblingseis. Also dieses hier zumindest. Cookie Dough. Also das ist... Entschuldigung. Das ist, ich glaube, Vanilleeis mit Chocolate Chips und Cookie Dough Stückchen. Also so Keksstücken. Und ich habe für mich dieses genommen. Cookie Double Trouble. Also wahrscheinlich... Also bei mir ist Schokolade Chip Cookie und Brownie Stückchen drin. Der Papa hat sich das hier genommen. Das ist so ein Magnum Fake, kann man sagen. Das schaut aus und schmeckt wie ein Magnum Eis. Das ist dieses in Schokolade eingehüllt mit diesem Mandelsplitter. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und für die Mädels haben wir dieses hier genommen. Die mögen es eher bunter und ausgefallener mit diesem Tuli Twi. Wie heißt denn das? Ich glaube... Also das Erdbeer-Kombinio, Brickerl, ja, Eis halt, ne? Und ich gehe das jetzt schnell einkühlen, weil es ist sehr heiß. Was wir diesmal nicht gekauft haben, und da haben wir uns echt sehr viel erspart, wir kaufen nämlich immer ganz, ganz viel Wasserflaschen, Mineralwasser und auch Fruchtsäfte. Und das haben wir dieses Mal nicht gekauft, denn wir machen mit bei der Umweltkampagne von SodaStream. Hashtag Goodbye Plastic Bottles. Und was ich stattdessen verwende, zeige ich euch gleich. Und stattdessen haben wir jetzt so ein SodaStream-Gerät. Das ist richtig praktisch, denn somit ersparen wir uns einfach diesen ganzen Plastikflaschen und auch den Plastikmüll natürlich. Das ist urtoll, das Gerät. Das muss man nämlich nicht an den Strom anschließen, logischerweise. Da drin ist so eine Kartusche, mit der kann man Sprudelwasser machen. Und das geht natürlich super einfach. Ich habe hier diese Wasserkaraffe, die gehört hier dazu. Das ist so eine Markierung, bis wohin das Leitungswasser reingehört. Und dann macht man hier das Gerät einfach auf. Macht die Flasche hier rein. Zumachen. Super easy. Und jetzt drücken, bis ihr ein Zischen hört. Und nochmal. Und schon ist das Sprudelwasser fertig. Und wer jetzt sagt, ich habe jetzt nicht immer Bock auf Wasser, es gibt auch Sirup von SodaStream. Und zwar gibt es 4 Sorten. Einmal Limette, Rhabarber, Cassis und Holunderblüte. Und das sind auch sogar Bio-Sirup. Und man kann ein bisschen was nehmen. Zum Beispiel Rhabarber ist bei uns schon sehr, sehr stark benutzt worden. Man kann sich so ein bisschen hier anschenken. Je nach Geschmack. Ja, und wenn man will, kann man das jetzt einkühlen oder auf den Tisch stellen und schon so trinken. Somit ersparen wir uns diese ganzen Plastikflaschen. SodaStream hat zu dieser Kampagne auch einen Videoclip gedreht. Ich werde ihn euch unten in der Infobox verlinken. Ihr könnt dieses Video gerne teilen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt. Und schaut ihn euch an, er ist auf jeden Fall sehr informativ. Ich finde, er zeigt nochmal genau, was Plastik eigentlich mit unserer Umwelt macht. Und ich finde, wenn jeder seinen kleinen Beitrag dazu leistet, ist schon echt viel getan. Ja, und ich finde es eine sehr gute Sache. Dann haben wir uns ein tolles Olivenöl mitgenommen. Wir haben unseres leer gemacht und wir haben diesmal dieses genommen. Das ist dieses griechische. Da gibt es nämlich auch so ein Bio-Olivenöl. Aber mein Mann hat gelesen, die Inhaltsstoffe. Und die sind sich sehr ähnlich. Und ich glaube, das hier war 2 Euro günstiger wie das andere. Sie sind beide von der Qualität her sehr gut. Und deswegen haben wir uns für das günstigere diesmal entschieden. Ich habe hier einen neuen Frischkäse diesmal ausprobiert. Also habe ich ihn gekauft. Ich habe ihn bisher noch nicht bei Hofer gesehen, diese Marke, und zwar ist das Frischkäse Rupp. Und das Coole daran ist, ihr könnt es auf dieser Verpackung sehen, da sind so 6 kleine Stückchen drinnen, die sind in so einer Folie eingepackt, wie so eine kleine Butter. Und ich habe mir gedacht, das ist richtig praktisch, weil dann hast du nicht das Problem, dass die vielleicht irgendwie kaputt geht, weil du immer nur so eins aufmachst fürs Brot. Und ja, habe ich halt diesmal mitgenommen. Das gibt es auch mit Kräutern. Ich habe mich aber für Natur entschieden. Dann hat mein Mann wieder Schokolade mitgenommen. Und zwar die Milka Peanut Karamell. Das ist auf jeden Fall seine Lieblingsschokolade. Deswegen hat er die wieder mitgenommen. Und dann noch eine Toffee Ganznuss. Ja, kann man nicht viel dazu sagen. Die sind halt relativ große Naschkatzen. Ich habe auch so ein Skittles mitgenommen, das gibt es in Rot, das ist so eher süßlich. Und dann gibt es noch das eine, das ist so grün, das schmeckt so säuerlich. Die stehen bei der Kassa,
Und immer wenn ich da vorbeigehe, muss ich da seins mitnehmen. Kennst du die Werbung Taste the Rainbow, wo so ein Mann eine Giraffe, glaube ich, melkt, die ein Regenbogen ist? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Skittles so sehr. Dann gibt es aktuell beim Hofer diese kleinen Nutella-Gläschen. Die sind danach so kleine Gläser. Einfach, dann kann man die benutzen zum Trinken. Und ich habe die mitgenommen, also ich habe das hier mitgenommen für den Patrick, weil er ist jetzt nächste Woche auf Klassenfahrt. Und damit er halt am Abend irgendwas zum Naschen hat im Zimmer. Ein bisschen Löffel Nutella, das ist ja, Kinder lieben sowas. Und dann auch noch für den Patrick für die Busreise, also für die Busfahrt selber, so Leibniz Keks in Cream. Also das sind so quasi wie Doppelkekse und da drinnen ist so eine Schokoladencreme drinnen. Ja, was zum Naschen. Dann haben wir wieder 5-mal Reismilch mitgenommen von der Marke Vega Vita, wie immer. Wir haben diesmal nicht so viele gekauft, weil wir noch einige hatten. Dann haben wir natürlich wieder für uns hier normale Milch. Wir nehmen immer die leichte, also nicht die Vollmilch, ein bisschen weniger Fett. Und ja, wir haben diesmal nur 3 Stück, weil der Patrick nächste Woche nicht da ist. Deswegen habe ich das schon einkalkuliert. Nicht, dass die Milch dann übrig bleibt. Dann hat mein Mann sich wieder diesen Weichkäse gekauft. Der geht bei uns so schnell weg. Ich glaube, naja, so schnell. 2 Wochen brauchen wir schon, um diesen... Wie viel Kilo hat das? 1 Kilo wahrscheinlich, oder? Steht denn das? Ja, 1 Kilo. Also Füllgewicht ist 1,5 Kilo, aber mit das Abtropfgewicht ist halt nur 1 Kilo, weil es halt so viel Flüssigkeit auch drinnen. Brauchen halt schon 2 Wochen. Ich esse davon nicht so wirklich wieder, aber mein Mann und der Patrick, die hauen sich das ordentlich rein. Und dann hat mein Mann hier ganz, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 2 Kilo Tomaten mitgenommen. Die sind bei uns so lose in Kisten. Und da hat er sich die abgepackt. Ich glaube 2 Kilo hat er hier mitgenommen, weil er macht Tomatensuppe und die schmeckt so, so lecker. Also die schmeckt sogar mir sehr gut, weil normalerweise bin ich jetzt nicht so der Suppenfan. Aber diese Tomatensuppe, die schmeckt einfach jeden. Und die kann man auch kalt essen und warm essen. Die ist super lecker. Zeige ich euch auf jeden Fall dann in den Vlogs, wie mein Mann die Suppe macht. Dann habe ich wieder diese Eiernudeln nachgekauft. Die sind wirklich super lecker und ich mag das so gerne, weil das ist 1,5 Kilo und das ist genau die Portion, die wir alle gemeinsam bei einer Mahlzeit verdrücken. Und da muss ich nicht so irgendwie nachdenken und wiegen und messen. Da weiß ich genau, so eine Tüte für eine Mahlzeit für unsere Familie, perfekt. Ich habe wieder 2 Packungen Aufbackbrötchen mitgenommen, fürs Wochenende eventuell. Das ist immer so eine Notfallvariante bei uns, wenn mal das Brot wirklich ausgegangen ist und jetzt eventuell keine Zeit ist, zum Bäcker zu laufen, dann immer Aufbackbrötchen. Es ist ja jeweils 6 Stück drinnen, also 12. Und 1-mal Zeilengebäck, das essen wir auch sehr gerne. Das nimmt sich hauptsächlich der Papa dann auch mit in die Jause. Das ist dann schön verpackt und das ist ja relativ praktisch. Dann habe ich hier 3 Packen von diesen Knabberstangen. Die habe ich euch schon öfters gezeigt. Das ist so eine trockene Mini-Wurst. Ja, so eine Cabanossi halt. Und die eine ist für uns zu Hause, also für den Papa hauptsächlich, weil ich esse die nicht wirklich. Und 2 wieder für den Patrick, für die Klassenfahrt, für unterwegs oder auch mal im Zimmer. Das ist also super bei der, weil die musst du nicht einkühlen. Die kannst du auch so irgendwie in der Tasche herum mittragen und die wird halt nicht kaputt, weil Salami ist ja schon trocken. Wurst, ne? Dann hat der Papa hier noch eine Clever Extrawurst, so eine Rolle mitgenommen. Die Michelle und die Lara essen das gerne zum Frühstück. Da schneiden wir halt so Scheiben ab und dann in Würfeln. Und dazu ein bisschen Weichkäse. Das mögen die Mädels sehr, sehr gerne. Und dazu Tomate und ein bisschen Gurke. Und das jausen sie so diese kleinen Würfeln weg. Also das ist ab und an schon ein Hit für die Mädels. Und das ist sehr praktisch, gerade für die Lara. Dann patzt sie sich nicht an, wenn sie im Brot isst, weil die tut sich ja dann schon noch schwer. Und das ist relativ easy peasy. Hier habe ich wieder einen Bio-Hummus-Aufstrich. Also Bio-Vital-Aufstrich, Hummus. Den gibt es in mehreren Varianten. Das ist von dieser Eigenmarke von Billa, Naturaktiv. Und da gibt es ihn, glaube ich, auch in rote Bohne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne nicht alle Sorten. Aber der Papa hat sich jetzt wieder Hummus mitgenommen, weil er und die Michelle und auch der Patrick essen sehr, sehr gerne Hummus und auch ich ab und an. Dann möchten wir wieder grillen am Wochenende. Es ist ja perfekt schönes Wetter. Und der Papa hat hier von Radatz solche Pusterwürste mitgenommen. Das sind halt so etwas schärfere Würstchen und die schauen halt so aus, die sind so länglich und die schmecken auf jeden Fall sehr, sehr lecker und die sind aktuell, so wie sie jetzt schon sind, sind sie schon geräuchert
Und die schmecken auf jeden Fall sehr lecker. Das ist mit Schweine- und Rindfleisch zusammengemischt. Und auf den Grill, ja, müsste ein bisschen Wurst auch dabei sein. Und dann auch fürs Grillen hat der Papa so eine Tasse mitgenommen, so eine Hühner-Grill-Teller-Tasse. Das sind mehrere Sachen drinnen. Also drei Hühnerflügel, drei Hühneroberkeulen, zwei Hühnerunterkeulen. Ja, ich bin jetzt nicht so der Hühnchenesser, aber die restliche Bande schon. Auf jeden Fall das und das zum Grillen. Dann habe ich wieder so ein Paket Rostbratwürstel, heißen die so? Ja, Nürnberger Rostbratwürste. Papa hat die mit weniger Fett genommen. Das sind diese hier, die kleinen Würstchen. Auch für den Grill natürlich. Bei uns isst die Michelle diese sehr, sehr gern. Ich habe mir das ausgesucht. Das ist so mega lecker. Das sind so verschierte, ja, so verschierte Leibchen am Spieß. Und die sind ein bisschen pikant. Ich weiß, ich vertrage nicht so wirklich scharf, aber ich mag die so gerne. Da werde ich vielleicht ein, zwei davon essen. Auf jeden Fall auch für den Grill, den wir machen möchten. Und natürlich darf bei uns beim Grillen auch Spare Ribs nicht fehlen. Der Patrick ist ein sehr großer Spare Ribs Fan, aber wir essen es natürlich auch sehr, sehr gerne. Aber Patrick ist hier Fan Nummer 1. Und ja, das sind so zwei Stück drinnen. Also so zwei. Es ist auf jeden Fall so eine Rippe, aber die ist halt in der Hälfte durchgeschnitten, damit die halt hier so reinpasst. Und ja, von der Barbecue-Abteilung vom Hofer. Ganz unspektakulär, so ein 2-Kilo-Sack mit Zwiebeln, weil die Zwiebeln bei uns ausgegangen sind. Und naja, sagt man so schön, keine Mahlzeit ohne Zwiebeln. Also kein gekochtes Essen, kein gekochtes Gericht ohne Zwiebeln, weil Zwiebeln sind einfach ein sehr, sehr guter Geschmacksbeiführer. Hier habe ich wieder so einen Salatkopf und das Coole ist, der, schaut mal, der ist so verschiedenartig gezüchtet. Also da ist eine andere Sorte wie hier. Glaube ich halt zumindest. Also schaut auf jeden Fall so aus, dass das mehr Sorten an einem Strang sind. Und das Coole an dem ist, schaut mal, der ist im Topf. Also ich finde das richtig cool, weil dann kann man längere Tage halt hier aufbewahren, kann man nochmal nachgießen und dann ist er halt länger frisch und das ist halt für den Salat super toll. Diesmal haben wir diese Gurken mitgenommen, sonst nehme ich immer so eine große, aber diese schmecken hier sehr, sehr lecker. Das sind diese österreichische Snackgurke. Die habe ich sonst immer mit dabei, wenn ich sage, ja, für den Patrick zu Hause, da der Patrick aber nächste Woche gar nicht da sein wird, habe ich das für ihn gar nicht mitgerechnet, sondern einfach nur für uns so eine Packung gekauft, dass wir da Salat machen können. Die ist vom Geschmack her sehr, sehr lecker, also viel leckerer wie die große. Und das sind halt auch österreichische Gurken. Und der Papa hat auch wieder einen Bund Frühlingszwiebeln mitgenommen. Dann haben wir wieder solche Eierspätzle auch mitgenommen, zwei Packungen. Die normalen wieder. Wir werden irgendetwas kochen. Wissen noch nicht was, irgendwas Fleischartiges mit Soße. Und als Beilage die Eierspätzle, ist sehr, sehr lecker. Und ja, zwei Packungen sollten, glaube ich, für uns so als Familie schon reichen mit Fleisch auf jeden Fall. Wenn wir es nur so essen würden mit Käse überbacken, dann würde es auf jeden Fall nicht reichen für uns fünf. Aber zwei als Beilage ist auf jeden Fall ausreichend. Der Papa hat sich sowas mitgenommen, der mag das total gerne. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon. Auf jeden Fall ist das Ananas-Kompott in Dose. Ja, das sind Ananasstückchen und sind leicht gezuckert. Ich glaube, das ist nicht so stark gezuckert wie sonst. Natürlich sind die schon immer ein bisschen, ja, gezuckert. Das ist nicht wie eine normale Ananas, wenn man die kaufen würde. Aber ab und an gönnt sich der Papa auch sowas, weil das ist für ihn sehr erfrischend aus dem Kühlschrank. Und ja. Dann habe ich hier zwei Stück Blätterteig. Ich hatte so ein Gusto auf diese Käsestangen, die ich ja letztens gemacht habe. Und als ich letztens das Video geschnitten habe, habe ich gedacht so, oh mein Gott, das möchte ich wieder essen. Und habe halt diesmal zwei mitgenommen, damit es auch wirklich ausreichend ist. Und ja, das Käsestangen. Und vielleicht gebe ich dem Papa eine für Apfelstrudel, aber mal schauen. Also wenn, dann sind die beide für mich für Käsestange. 10 Stück Semmeln haben wir auch so mitgenommen fürs Wochenende. Hoffentlich reicht es. Ich denke mal, ich hoffe mal, wenn nicht, haben wir die Aufbackbrötchen. Und ich habe mir auch wieder eine Schokolade mitgenommen, und zwar Haselnuss. Und von der letzten, die ich gezeigt habe, habe ich gar nichts gegessen. Da hat nämlich die Michelle die ganz alleine weggepfeffert. Und da war jetzt natürlich wieder Raffaello mitgenommen. Tja. Das ist zwar kein Essen, aber das kaufen wir immer beim Hof ein, und zwar Küchenpapier. Das sind so 6 Stück drinnen und das sind recht praktisch, weil das sind so ein bisschen stärker von der Konsistenz. Also man kann damit gut zum Beispiel den Spiegel abwaschen, das reißt nicht. Und das ist, finde ich, sehr, sehr qualitativ, dieses Küchenpapier. Und natürlich, eine Wassermelone darf auch nicht fehlen. Wir verdrücken in letzter Zeit so viele Wassermelonen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, so wie dieses Jahr haben uns die Wassermelonen schon lange nicht mehr geschmeckt. Ich finde, sie sind einfach sehr gut reif und sie sind sehr lecker. Und sie sind nicht irgendwie überwässrig oder irgendwie abartig eklig im Geschmack. Deswegen kaufen wir fast zweimal die Woche eine Wassermelone. Also wir gehen unter der Woche und kaufen mal ab und zu eine nach. Auf jeden Fall, die gehen bei uns so, so schnell weg.
Ich kann euch empfehlen, wenn ihr auch Wassermelonen-Fans seid, kauft euch dieses Jahr ganz viel, weil die schmecken super lecker. So, meine Lieben, das war es auch schon mit meinem Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich über einen netten Kommentar freuen und auch über einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!